und willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute eine neue Handtasche und zwar so eine Art Jägertasche. Gewünscht hat sich das Carmen Eikelein. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Also eine richtige Jägertasche hat noch viel mehr Innenleben, mehrere Innentaschen, Trennwände oder so. Aber ich merke halt schon, dass ich ohne das Schnittmusterprogramm an meine Grenzen komme, wie ich euch quasi die Schnittmuster übermitteln kann. Ich kann euch ja immer nur Rechtecke und viereckige Daten angeben. Ihr müsst ja heute sogar die Rundung auch selber zuschneiden. Deswegen hat die Tasche auch nicht wirklich viele Innentaschen. Sie hat zwei Außentaschen und eine Innentasche. Ihr könnt aber natürlich auch noch, wenn ihr wollt, eine Reißverschluss-Innentasche oder eine Eingriffs-Innentasche hinmachen. Da habe ich ja schon mehrere Videos zugedreht. Die verlinke ich euch jetzt hier oben mal bei dem i. Ihr könnt die Tasche auch tiefer nähen. Also meine Taschentiefe hier ist 6 cm. Ihr könnt die auch 10 cm tief machen, aber ich wollte nicht so eine riesige Tasche dann hier so drüber hängen haben, weil ich die trage die immer recht tief, meine Handtaschen, und dann habe ich quasi am Bein dann so ein riesiges Ding hängen. Das stört mich dann beim Laufen. Ich benutze einen Magnetdruckknopf. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Druckknopf verwenden, das ist gar kein Problem. Und das Gurtband hier, also den Gurt, den habe ich heute wieder selber aus Kunstleder genäht. Dazu habe ich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erklärt, das verlinke ich euch auch hier oben bei dem i. Meine Maße, die ihr jetzt unten in der Infobox in dem Schnittmuster findet, für den Gurt hier und auch hier für die Aufhängung an der Seite, die beziehen sich darauf, wenn ihr das auch aus Kunstleder nähen würdet. Wenn ihr jetzt Gurtband nehmt, braucht ihr das ja gar nicht. Das ist ja schon fertig. 3 cm breites Gurtband. Und wenn ihr das aus Webware näht und dann mit so einer Verstärkung, mit so einem Saumfix oder sowas verstärkt, dann müsst ihr da ja auch andere Maße nehmen. Wichtig dabei ist nur, dass die Breite von dem fertigen Gurt dann 3 cm beträgt. Dann müsstet ihr euch das dann halt umrechnen. Und ich habe heute komplett mit einer Ledernadel genäht, nicht mit einer Universalnadel, weil hier gerade hier oben dann am Rand, da sind noch sehr viele Lagen Leder übereinander. Und da hatte ich Angst, wenn das dann nicht packt. Und da habe ich auch wirklich sehr langsam drüber genäht. So, ja, ist immer so schwierig, wenn man das Intro dreht und man sich dann vorstellt, was man so sagen soll. Habe ich jetzt wirklich alles gesagt? Habe ich schon alles aufgenommen? Weil die Tasche habe ich ja schon vorher genäht und das Intro drehe ich ja quasi erst ganz zum Schluss. Anders geht es ja nicht. Ich denke schon, wenn nicht, mache ich noch Bemerkungen mit ins Video dabei. Dann stelle ich euch die Tasche jetzt erstmal vor und dann geht's los. Die Tasche ist ca. 30 x 30 cm groß, wird hier oben mit einem Deckel verschlossen, der hier mit so einem Magnetknopf gehalten wird und hat hier außen ein kleineres Fach und noch ein größeres Fach, in dem man ein Handy oder sowas noch reinmachen kann. Und in der Innentasche ist hinten auch noch ein Fach, aber ein größeres für Tablet oder Zeitung oder sowas und sonst keine Innentasche mehr, obwohl man da noch durchaus eine reinmachen kann. Und die Seite hier ist 6 cm breit, könnt ihr aber auch breiter nähen. Also wenn ihr die zum Beispiel gerne 8 cm oder 10 cm tiefe Tasche haben wollt, dann müsst ihr einfach nur die Breite dieses Seitenstreifens hier abändern und der Rest bleibt ja alles gleich. Und hier oben der Gurt, der ist noch mit so einem Schieber größenverstellbar. Die Rundungen an der Unterseite von den Stoffteilen A, B und G, die habe ich ganz einfach gemacht, indem ich mir einen Stoff genommen habe den in der Mitte geknickt, mir ein bisschen festgesteckt, Klammern, dann einen Teller genommen, an die Unterkante angelegt und bin hier direkt mit meinem Rollschneider drüber gegangen.
Da ich mich heute entschlossen habe, meine Tasche mit Flieseline zu verstärken, damit sie stabiler ist, muss als erstes die Flieseline auf alle vorgesehenen Teile draufgebügelt werden. Nun ist ja mein Außenstoff Kunstleder und ich habe die Flieseline wirklich lieber auf dem Außenstoff anstatt auf dem Innenstoff. Also bei mir ging es wirklich super. Ich habe die Flieseline hier auf die Seite draufgelegt, auf die linke Seite, und habe dann das Bügeleisen direkt hier drauf gemacht. Ich wollte erst noch ein Tuch drüber legen, aber dann hat irgendwie meine Flieseline nicht geklebt. Also das ging bei mir einwandfrei. Probiert das aber erst vorher bei eurem Kunstleder aus. Bei mir, ich hatte keine Probleme mit. Wenn ihr normale Webware nehmt, müsst ihr ja sowieso verstärken, aber dann habt ihr gar kein Problem, das drauf zu bügeln. Und noch zu beachten ist, dass die Flieseline bei dem Deckel auf die Innenseite vom Deckel, also auf die Seite, die später die Innenseite ist vom Deckel, aufgebügelt wird. Weil wir hinterher noch einen Knopf hier anbringen und dann haben wir hier gleich eine Verstärkung. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, und zwar bei meinem, ich nehme diesmal kein Gurtband als Henkel und als Aufhängung, sondern ich habe einfach von meinem Kunstleder mir ein 6 cm breites Stück zugeschnitten, habe das dann in der Mitte links auf links geklappt und habe dann hier, sieht man das, macht er das scharf? Ja, mit einem Zickzackstich in der Mitte einmal drüber genäht und dann rechts und links noch drüber genäht. So habe ich dann jetzt ein 3 cm breites Gurtband oder ja, einen 3 cm breiten Gurt. Und genauso habe ich das bei meinem Henkel gemacht, den ich heute genommen habe. Wenn ihr jetzt Gurtband nehmt, braucht ihr hier gar nichts zu machen. Wenn ihr jetzt normalen Stoff nehmt, müsst ihr das breiter als 6 cm zuschneiden. Also ihr braucht ganz zum Schluss einen 3 cm breiten Gurt. Ich beginne und nehme mir meine beiden Stoffteile F für das Außenfach. Bei mir ist die Außenseite vom Außenfach aus Kunstleder und die Innenseite habe ich aus Canvasstoff genommen. Und dann lege ich jetzt ein Stoffteil mit der rechten Seite nach oben vor mich. Hier ist meine Oberseite und das ist meine Unterseite. Dann nehme ich das andere Stoffteil F und lege das mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite von dem anderen Stoffteil F. Viel zu viel Stoffteil F, was ich jetzt gesagt habe. Also, beide Stoffteile F liegen jetzt mit den rechten Seiten aufeinander und das hier ist meine Oberseite. Und jetzt nähe ich mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter vom Anfang bis zum Ende hier entlang. Beide Stoffe auseinanderklappen, so dass jetzt die linken Seiten aufeinander liegen. Und die Nahtkante hier oben schön ausarbeiten, so dass beide Stoffe bündig aufeinander liegen und dann nochmal vom Anfang bis zum Ende knappkantig hier drüber nähen. Ein Stoffteil A, und zwar das, welches hinterher meine Taschenvorderseite gibt, lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich hin. Dann nehme ich mir mein Außenfach, was ich gerade genäht habe, und lege das jetzt rechts und links bündig an. Und auch hier unten bündig an und nähe dann innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, einfach hier drüber. Und damit ihr die Rundung seht, kann man einfach das rumdrehen und dann kann man hier einmal entlang nähen. Man hätte das auch ganz am Anfang einfach noch mit zuschneiden können, aber jetzt ist es halt einfacher, finde ich, wenn ich einmal drüber genäht habe und dann einfach die überstehenden Ecken abschneiden. Den überstehenden Stoff habe ich jetzt einfach abgeschnitten und dann kann ich das erstmal beiseite legen. Jetzt brauche ich die beiden Stoffteile E für das Innenfach. Und da lege ich mir das eine mit der rechten Seite nach oben vor mich, nehme das andere und lege das mit der rechten Seite nach unten. Bei mir sind wieder beide Seiten gleich, also nicht dran stören. Also rechts auf rechts liegt jetzt aufeinander. Das ist hier meine 32 cm Kante. Und an die lege ich das bündig an, natürlich auch rechts und links. Und nähe jetzt hier an der Oberkante vom Anfang bis zum Ende mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter entlang.
die Stoffe auseinanderklappen, so dass die linken Seiten jetzt übereinander liegen und hier oben die Nahtkante schön bündig übereinander legen und knappkantig vom Anfang bis zum Ende entlang nähen. Ein Stoffteil B lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir mein gerade genähtes Innenfach und lege das mit der Unterseite und rechts und links, also mit der Unterkante und rechts und links bündig an und nähe dann innerhalb der Nahtzugabe einmal hier über die Rundungen drüber, sodass das Innenfach am Innenstoff fixiert ist und schneide danach auch wie bei dem Außenstoff hier die Rundungen einfach zurück. Ich möchte mein Innenfach gerne in der Größe lassen, weil dann kann ich mal mein Tablet hier hinten reinmachen oder aber wenn ich einen Block habe oder eine Zeitung. Wenn ihr aber gerne zwei Fächer haben wollt oder sogar drei Fächer, je nachdem, was ihr da gerne reinmachen wollt, dann könnt ihr jetzt die Einteilung nähen, wie ihr das möchtet. Aber ich lasse meine Innentasche genau in der Größe. Allerdings bei meiner Außentasche, die lasse ich nicht in der Größe. Und hier gibt es noch eine Besonderheit. Man könnte jetzt sagen, okay, dann mache ich einfach mittig, ziehe ich jetzt eine Naht hier lang, damit beide Fächer gleich groß sind. Ich werde aber den Knopf, der den Deckel nachher hier schließt, den werde ich mittig anbringen. Und wenn ich jetzt hier die Naht setze, kann ich den Knopf hinterher nicht mehr mittig hier anbringen. Jetzt könnte man sagen, warum bringst du den Knopf jetzt nicht schon vorher an und hast das ausgerechnet? Ja, ich finde das sehr kompliziert mit dem Ausrechnen, dass das dann hinterher auch wirklich schön aussieht. Weil, was ist, wenn ihr einen viel dickeren Stoff nehmt als ich oder eine viel dickere Fließeinlage? Was ist, wenn ihr die Rundung hier nicht so näht wie ich? Dadurch ist die Tasche ja sehr individuell und auch der Deckel, der dann drauf kommt, der kann ja eine unterschiedliche Dicke haben. Also der Stoff kann eine unterschiedliche Dicke haben. Und dann sage ich jetzt, jetzt muss der Knopf hier angebracht werden und dann passt das nachher mit dem Deckel nicht mehr. Also bringe ich den erst ganz zum Schluss hier an den Deckel. Und dann finde ich es auch noch schön, also ich möchte gern mein Handy hier auf der Außentasche, in die Außentasche reinmachen. Und wenn ich das jetzt hier mittig abnehme, dann ist mein Handy, das kann dann so schief reinlegen oder nach hier unten und dann komme ich nicht mehr dran. Und da ich das gerne so hier als schmales Fach haben möchte, nähe ich mir jetzt hier die Außentasche, mache ich mir hier so eine Naht hin, dass mein Handy da genau reinpasst, dass ich einfach nur noch reingreifen brauche, dass es nicht schräg drinnen liegt. Und dann komme ich hinterher hier an die Mitte, wo dann der Knopf befestigt wird, ganz einfach dran. Also ihr könnt jetzt nur eine Einteilung machen oder ihr könnt sogar zwei machen. Dann könnte man hier auch noch mal ein Taschentücher oder ein paar Stifte reinmachen, je nachdem. Oder aber auch gar keine Einteilung machen. Ja. Also ich habe jetzt ein großes Außenfach und ein kleines Außenfach. Und in das kleine Außenfach passt halt mein Handy rein. Wenn ihr das auch haben wollt, müsst ihr natürlich berechnen, dass hier am Rand noch 1 cm Nahtzugabe abgeht, so dass ihr dann halt noch gut an euer Handy rankommt. Gut, die Außenseite lege ich jetzt mit der rechten Seite nach oben vor mich. Und dann brauche ich das Stoffteil C, die Seitenwand. Und die ist länger bemessen. Je nachdem, was für eine Rundung ihr nehmt, weil ihr ja nicht dieselbe haben werdet wie ich und nicht, dass das Stoffteil C dann hinterher zu kurz ist. Also habe ich es ein bisschen länger gelassen, hinterher abschneiden. Wenn es dann angenäht ist, kann man immer noch. Gut. Und dieses Stoffteil C lege ich jetzt mit der rechten Seite hier oben an die Ecke bündig an und stecke mir das fest. Und werde mir jetzt alles einmal drumherum feststecken. Gut, also ich habe mir jetzt relativ viele Klammern hier hingemacht, wegen den Rundungen, dass das schön gehalten wird. Ihr könnt natürlich
auch wenn ihr damit besser zurechtkommt, kleine Knipse hier reinnähen, damit ihr besser in die Rundung reinlegen könnt. Aber da meine Rundung gar nicht so stark ist und ich das jetzt wirklich super gelegt habe bekommen, lasse ich das alles so, wie es ist. Ich fange jetzt hier auf der Seite, die ich bündig angelegt habe, an zu nähen und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter einmal bis hier auf die andere Seite und nähe die Stoffe zusammen. Mein Kunstleder ist wirklich sehr weich und geschmeidig, das heißt, ich hatte gar keine Probleme hier in der Rundung zu nähen. Ich brauchte mir auch keine Knipse machen, das ging einwandfrei unter der Maschine. Ich habe halt nur sehr langsam genäht. Das überstehende Stück Stoff hier auf der anderen Seite, das schneide ich mir jetzt bündig ab. Dann brauche ich das andere Stoffteil A. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Hier an dem Seitenteil an der Ecke bündig an. Stecke mir das fest und stecke jetzt auch hier dieses einmal komplett drumherum fest und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm die Rückseite an meinem Seitenfach, an meinem Seitenteil fest. Ich schneide jetzt die Nahtzugabe noch etwas zurück, damit ich dann hier nicht so viel Stoff stehen habe und werde mir ja auch in den Rundungen das dann alles noch so ein bisschen einschneiden, also doch Knipse hinmachen, dass sich die Rundung nachher bei der fertigen Tasche hier unten richtig schön legt. Jetzt brauche ich die beiden Stoffteile B. Das eine habe ich ja schon mein Innenfach genäht. Und lege mir das eine mit der rechten Seite nach oben vor mich hin. Dann nehme ich mir das Stoffteil D. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Hier oben bündig an, stecke mir das fest und mache das dann genauso wie bei der wie beim Außenstoff. Nähe ich dieses Seitenteil einmal drumherum hier fest. Hier gibt es nur eine Besonderheit. Auf der Innenstoffseite lasse ich mir am Seitenrand eine ca. 20 cm große Wendeöffnung. Wenn ich das hier festgenäht habe, dann nehme ich mir mein anderes Stoffteil B, lege das mit der rechten Seite nach unten, hier an das Seitenteil bündig an, feststecken und auch hier mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal drumherum festnähen. Die Nahtzugabe habe ich mir jetzt mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, nur hier bei der Wendeöffnung. Den Stoff, den habe ich stehen lassen, den habe ich nicht zurückgeschnitten. So, dann kann ich das erstmal beiseite legen und brauche jetzt ein Stoffteil G, also das für den Deckel. Und zwar dann die Deckelinnenseite. Also das wird meine Deckelinnenseite und das meine Außenseite. Kann man bei mir recht gut erkennen. Und dann brauche ich noch den Knopf. Und ich habe hier so einen Magnetknopf. Und jetzt brauche ich das Teil, wo dieser Knupsi dran ist. Macht er da scharf? Irgendwie? Irgendwann? Ja, genau. Das Teil nehme ich jetzt mit dem Knupsi hier dran. Und das bringe ich jetzt mittig. Und 4 cm von dem unteren Rand hier an. Und die Laschen hier, die ich hier hinten umgeknickt habe von meinem Knopf, die sind doch recht scharfkantig und fest hier. Und wenn dann mein anderes Kunstleder, also meine andere Deckelseite hier drauf liegt, habe ich Angst, dass mir das hier kaputt geht. Also werde ich jetzt einfach noch ein bisschen von der Flieseline, die habe ich doppelt gelegt, werde ich mit ein bisschen Stoffkleber hier einfach noch so draufkleben. Wenn ich das jetzt hier schon so spüre ich das dann kaum noch, damit ich mir nachher meinen Deckel nicht kaputt mache. Das eine Stoffteil G, also den Deckel, lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir das andere Stoffteil G und das lege ich mit der rechten Seite nach unten, bündig an und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm diese drei Seiten zusammen. Hier oben, das lasse ich auf, das wird dann die Wendeöffnung. Die Nahtzugabe habe ich mir ein bisschen zurückgeschnitten und hier in der Rundung habe ich mir solche Dreiecke, also solche Knipse rausgeschnitten, damit sich die Rundung jetzt besser legt. Dann einmal wenden.
die Kanten schön übereinander legen und nochmal knappkantig hier über die drei Seiten drüber nähen. Die Außentasche lege ich jetzt mit der Rückseite vor mich und dann nehme ich mir meinen Deckel und den nähe ich jetzt hier auf der Rückseite innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm fest. Und jetzt ist es wichtig, also hier ist meine Taschendeckelinnenseite und die liegt nach oben. Also meine Taschendeckelaußenseite liegt auf der Außenseite von der Außentasche. Hier oben mittig an, weil wenn ich das dann so umdrehe, so umklappe, zack, 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 dann ist das dann wieder so richtig rum. Okay, also mittig hier anlegen und hier oben an der Kante, also so bei 0,5 cm festnähen. Aber vorsichtig nur hier an der einen Stoffseite, nicht dass ihr den Stoff, die Tasche hier oben so zusammennäht. Ich brauche jetzt die beiden Aufhängungen H, also die 10 cm mal 3 cm breit sind. Ich habe mir das ja aus Kunstleder genäht, ihr könnt das aber auch aus Webware nähen oder halt einfach nur Gurtband nehmen. Gut, und dann brauche ich noch die beiden Karabiner. Den Karabiner fädel ich, also das Stück Band fädel ich hier durch den Karabiner durch, so dass es mittig aufeinander liegt. Nehme mir dann meine Außentasche, hier das Seitenteil, jawohl, lege das mittig von dem Seitenteil hier an die Oberkante an und nähe dann innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, die Aufhängung hier fest. Und genau dasselbe mache ich mit der anderen Aufhängung auf der anderen Seite auch. So sieht das jetzt aus. Also hier an der Seite sind die Aufhängen mit den D-Ringen und hier auf der Rückseite ist der Deckel befestigt. Mein Außenstoff ist jetzt auf rechts und mein Innenstoff ist auf links gewendet. Und jetzt stecke ich den Außenstoff in den Innenstoff. Und jetzt passe ich dabei auf. Und zwar, das ist ja hier meine Innenfach. Das habe ich hier. Ja, sieht man das? Ja, gut. Und das liegt jetzt unten. Und genauso mache ich jetzt mein Deckel, der ja hier an die Hinterseite angebracht ist. Der liegt jetzt so hier drauf, weil ich möchte, dass dieses Innenfach auf der Rückseite von der Tasche ist und nicht hier vorne noch auf der Vorderseite. Also dabei müsst ihr aufpassen. Also jetzt die Außentasche in die Innentasche reinstülpen. So, dass jetzt alle Nähte hier schön aufeinander liegen. Ich hole euch nochmal ran. Also dass jetzt die eine Seitennaht vom Innenstoff hier auf der Seitennaht von dem Außenstoff liegt. Da stecke ich mir das fest oder klammere mir das besser gesagt fest, weil mit Feststecken beim Kunstleder ist ja nicht so pralle. Dann sind da ja Löcher drin. So, ich zoome mal wieder raus. Und stecke jetzt alles einmal drumherum fest. So, nochmal darauf achten, dass wirklich die Aufhängung jetzt in der innen zwischen den beiden Taschen liegt und auch die, der Deckel, dass der hier innen drinnen liegt. Dann mache ich mir jetzt mein Nähtischchen ab und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier oben die Tasche einmal komplett drumherum zusammen. Die Nahtzugabe hier oben schneide ich jetzt nicht zurück, weil mit dem Deckel und hier an der Seite, das ist so dick und fest, da komme ich mit meiner Zickzackschere eh nicht durch. Das lasse ich einfach so stehen. Ja, und jetzt durch die Wendeöffnung wenden. Die Wendeöffnung schließen und dafür einfach die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen und dann feststecken und entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich zusammennähen oder aber mit der Maschine knappkantig hier drüber nähen. Ich habe jetzt hier die obere Kante schon mal ein bisschen festgeklammert und nehme jetzt mein Nähtischchen ab und nähe dann nochmal knappkantig einmal
komplett um die Tasche drumherum. Beim Nähen darauf achten, dass der Deckel hier, dass der zur Seite wegliegt und der Stoff hier hinter, Moment, ich habe die Kamera in der Hand, das wackelt jetzt ein bisschen, dass der Innenstoff hier wirklich wegliegt. Also nicht, dass der euch hier so ranknuddelt und nach hier oben weggeht, sondern der Innenstoff muss nach links weglegen in meinem Fall und der Deckel hier, der muss nach rechts gelegt werden. Und jetzt müssen wir natürlich noch das Gegenstück von unserem Knopf hier anbringen. Dafür lege ich den Deckel einfach nur so locker hier drüber. Jetzt zeige ich das mal hier von der Seite. So. Nicht, dass der so straff hier drüber liegt, dass die Tasche so gequetscht wird, sondern wirklich locker. Und markiere mir dann mit einem Stift die Stelle hier, wo der Knopf hier drauf auftrifft. Und da bringe ich dann einfach das Gegenstück an. Aber halt nur hier an diesem Außenfach den Knopf anbringen. Nicht, dass ihr hier noch durch den Außenstoff von der Tasche durchgeht und bis hier in den Innenstoff rein. Dann hättet ihr hier weniger Platz dann in der Außentasche. Von der Rückseite, ich weiß gar nicht, warum ich das euch jetzt zeigen kann, habe ich mir auf jeden Fall auch noch ein Stückchen Stoff hier auf den Knubbel von dem Knopf geklebt. Fällt ja hier eh kaum auf. So, geht auf jeden Fall zu. Dann muss nur noch der Gurt genäht werden. Dazu habe ich ja schon, also was heißt genäht werden? Wenn ihr einen Schieber haben wollt, müsst ihr hier noch einen Schieber an euer Gurtband anbringen und die Karabiner. Dazu habe ich schon ein Video gedreht, das verlinke ich euch jetzt hier oben bei dem i. Ja, und das war's dann auch schon. Und fertig ist die neue Handtasche. Ihr könnt aber auch gerne noch mal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.